Baureihe E10 vorgesehen. Es fährt jetzt vor die 115, 152, die ursprünglich als 110, 152 in Dienst gestellt wurde. Sie war die erste E10 der Serie, die von der Deutschen Bundesbahn abgenommen wurde. Die Baureihenbezeichnung 115, 152 erhielt die Lok am Ende ihres Einsatzes bei DB Autozug. Auch diese Lok wurde neu lackiert in der Farbvariante Orientrot mit weißem Bahnlatz. Diese Lackierung wurde von der Deutschen Bundesbahn Ende der 80er Jahre eingeführt. Heute ist diese Farbvariante gänzlich verschwunden, deshalb erinnert die 115, 152 an diese Ära. Ja, auch diese Lok in hervorragender Erhaltung und alles durch ehrenamtliche Kräfte des Museums bzw. des Vereins. Die Leute opfern sehr, sehr viel Freizeit dafür. Und ich denke mal, am Ende der Lokparade haben sie dafür einen kräftigen Applaus verdient. Auch bei den Paraden 100 Jahre Deutscher Eisenbahn teil, ebenso 50 Jahre später zum Jubiläum 150 Jahre Deutscher Eisenbahn. Mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer war sie für den Schwedenschnellzugdienst bestimmt und bildete zusammen mit der Baureihe 03 das Rückgrat des Schnellzugdienstes bei der Deutschen Reichsbahn. Auch die neu gegründete Deutsche Bundesbahn konnte lange nicht auf diese leistungsfähigen Loks verzichten. Unsere 01-150 war bis zum Jahre 1973 im regulären Dienst bei der Deutschen Bundesbahn eingesetzt. Ach ja, dann ist die Orientrot. Was fährst du denn eigentlich am Montag mit? Morgens. Kannst du mich gefährden? Du musst ja eh unter dem Land fahren. Ich war eigentlich über Bastel. So. Ja, du kannst mich am Kreisel rauslassen. Ja, ich kann schon ein bisschen Baden fahren. Nee, musst du nicht. Ich hab bis heute. Da muss ich ja nur um 8 Uhr mit dem Zug fahren. Liebe faule Ratte. Kannst du einen Zug nehmen? Ja, kannst du wieder hinfahren. Ich würde ja mein Auto mitholen, aber ich habe keinen Bock, zwei Tage im Parkhaus zu fahren. Bahnhof, dem Parkhaus. Ach, 2 Stunden, 3 Uhr. Aber auf dem Parkstab 20 Euro oder so. Habe ich letztes Mal 2 Stunden, 10 Minuten oder so, über 3 Euro. Ja, du musst einen Parkplatz, einen Stellplatz, 60 Euro.
fährt bis 19 Jahre wahrscheinlich. Ne? Ich fahre dann so zurück und raus. Wie das da ist. Stimmt sie nicht? Das ist gut. Mhm. Oh, hier sieht der Bär aus. Ja, wie in jedem Jahr führt auch diesmal der Adlerzug als erste Eisenbahn in Deutschland unsere Parade an. Die Lokomotive Adler wurde in England bei der Lokomotivfabrik George Stephenson in Newcastle bestellt. Sie gelangte auf dem Seeweg bis nach Köln. Dort wurde sie in Einzelteilen zerlegt, auf Pferdefuhrwerken bis nach Nürnberg transportiert. Dort wurde die Lok unter Aufsicht des ebenfalls aus England stammenden Lokomotivführers William Wilson zusammengebaut. Am 7. Dezember 1835 fuhr zum ersten Mal ein Zug von Nürnberg nach Fürth. Damit war der Grundstein der deutschen Eisenbahnen gelegt. Nebenbei sei bemerkt, dass die Schienen der für die Ludwigseisenbahn aus unserer Heimat stammen, nämlich aus Neuwied. Die Firma Remy bei Rasselstein lieferte die ersten Eisenbahnschienen für die Ludwigsbahn. Thank you.
Bei 2 Minuten in der Einfahrt, wenn der Zug fährt, 8, 4 Leute, wenn der Leute fahren, auf der Höhe.